Heute will ich darüber reden, warum ich das Vending Machine Business auch hasse. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, über die ganzen Vorteile vom Vending Machine Business, warum auch du Snackautomaten aufstellen solltest. Da werde ich aber jetzt auch mal die ganzen Nachteile bei der Sache aufzählen, dass du es dir vielleicht noch zweimal überlegst, bevor du es wirklich machst. Okay, Punkt 1, warum es echt nicht cool ist, ist der Zeitfaktor. Ich weiß, im vorherigen Video ging es darum, dass der zeitliche Faktor extrem genial ist, weil du hinfahren kannst, wann du willst. Aber auf lange Zeitspannen gesehen, das heißt, wenn du 2 Wochen weg willst, kannst du das eigentlich vergessen, weil du musst die Automaten auffüllen. Und in Kombination mit viel Automaten auffüllen kommen meistens auch irgendwelche technischen Probleme. Weil meistens, wenn ein hoher Umsatz ist, weil gerade Hauptsaison ist, musst du genauso schauen, dass diese ganzen Fehler, die in Kombination mit dem meistens kommen, behoben werden. Weil sonst das Ganze immer schlechter wird. Und deswegen, es ist nicht so passiv, ich habe eh schon ein Video zu passives Einkommen gemacht, aber das kann man, das ist echt nicht passiv. Derzeit auf jeden Fall nicht. Also Leute, die gerne lange wegfahren oder die Welt umreisen wollen, sollten sich nicht Vending Machines zulegen. Das ist wirklich, denke ich mir, für Studenten ist es ziemlich cool. Eigentlich auch für Schüler, weil wenn Sommerferien sind und du Automaten in Schulen, Studentenheim hast, ist auch bei den Automaten wenig los, beziehungsweise fast gar nichts, weil in der Schule ist zu, also da ist gar nichts los. Und in Studentenheimen ist einfach weniger los im Sommer. Das heißt, da ist es durchaus viel realistischer, dass du eine Woche wegfährst. Deswegen ist es halt ziemlich cool für Studenten. Der zweite Nachteil bei dem Ganzen ist dein Auto, beziehungsweise wie du die Snacks transportierst. Das ist jetzt, am Anfang dachte ich mir, ja, das kann man sicher alles locker in ein Auto reingeben, egal wie groß. Nach einer Zeit, wenn du viele Automaten auffüllst, ist es, nein, du brauchst ein großes Auto, wo viel reinpasst. Und da kommt der zweite große Nachteil dazu. Im Sommer ist es extrem nervig. Ich meine, du kannst ein Firmenauto haben, nur mir ist es die Zeit nicht wert, ganze zwischen privaten und Firmenauto zu switchen. Ich habe auch nicht das Geld, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt 2 Autos. Deswegen komme ich in mein privates Auto mit dem Ganzen. Im Sommer, wenn die Sonne drauf scheint, kann deine ganze Ware vernichtet werden. Die ganzen Milchkartoffeln schmelzen. Und im Winter ist es genau das Gegenteil. Wenn es extrem kalt wird, kann es sein, dass die Dosen und Getränke gefrieren und platzen. Besonders bei den Dosen, bei den PET, die verziehen sich im schlimmsten Fall, aber das ist trotzdem nicht gut, wenn du sie dann trotzdem verkaufst. Und ja, das ist einfach extrem nervig, ganz diese Paranoia haben zu müssen, wo stelle ich mein Auto hin? Wenn du unterwegs bist, dann, also zum Beispiel das Wien irgendwo am Rand von, das Auto am Rand von Wien irgendwo lässt, und dann öffentlich weiterfährst, du kannst denken, musst, ja, steht mein Auto jetzt eh nicht, hoffentlich nicht in der Sonne oder in der Sonne, also ja. Und im Winter genau das Gegenteil, ja, wird's jetzt, wie viel Minusgrade wird es jetzt in der Nacht haben? Und ja, natürlich ist die Lösung, dass man die Snacks dann immer mit reinnimmt in die Wohnung oder ins Haus, aber das ist halt echt Sache auf längere Sicht gesehen, besonders wenn du viel Ware im Auto hast. Viel Ware in die Wohnung zu tragen, hasse ich. Es ist einfach so sinnlos noch dazu, weil du trägst es am nächsten Morgen gleich wieder raus. Nur weil die Sonne jetzt ein paar Stunden drauf scheint. Und der dritte Punkt, warum das eigentlich nicht für jeden geeignet ist, mit den Vending Machines, ist, dass die Arbeit wirklich sehr monoton wird nach einer Zeit. Ich weiß, am Anfang, falls ihr jetzt angefangen habt, es ist extrem cool am Anfang. Man denkt sich, oh, ich entleere heute das erste Mal die Kasse. Oh, jetzt gibt es da was im Angebot. Nach einer Zeit wird das Ganze richtig zart. Also, ich mache das jetzt 1 Jahr und kann sagen, es ist nicht mehr so geil wie am Anfang. Die rosarote Brille ist nicht mehr vorhanden. Und ich weiß, am Anfang, falls ihr gerade anfangt, man denkt sich wirklich die ersten 3 Monate, boah, es ist so cool, niemals, was redet der da? Nach 1 Jahr können wir nochmal reden und dann werden wir sehen, ob ihr es noch immer so geil findet und ihr euch denkt, boah, da baue ich ein riesen Business draus. Nach 1 Jahr sieht man das ein bisschen anders, aber kann sein, dass ich auch dass ich eine Ausnahme bin oder ihr die Ausnahme seid, dass ihr es eben cool findet. Es wird einfach extrem monoton, ganze Zeit
im Kreis zu fahren und immer dieselben Geräte aufzufüllen mit immer denselben Snacks und immer dieselben Sachen einzukaufen. Also, natürlich versucht man sich dann das Mindset so ein bisschen, ja, okay, ich helfe diesen Studenten jetzt versorgt zu werden mit ihren Snacks, die sich wünschen. Funktioniert ab und zu, wenn ich gute Laune habe, aber funktioniert nicht immer. Und ja, das sind für mich so die drei Punkte, warum das Vending Machine Business nicht immer ganz optimal ist und vor allem nicht optimal ist für jeden. Ich hoffe, manche haben jetzt auch die negativen Seiten ein bisschen gesehen und überlegen sich genau, ob es zu ihnen passt. Falls ihr Fragen habt, alle Art, schreibt mir einfach. Auf Instagram antworte ich eigentlich meistens eh ziemlich schnell, wir können auch telefonieren. Und hoffentlich hat einer ein bisschen ein Value aus dem Ganzen gezogen. Beim nächsten Video sehen wir uns wieder. Tschüss.